Ey, da bleiben! Nochmal einfach zwischendurch laufen. Ah, verschwindet doch, okay. Eine Kapsel. Noch eine Kapsel. Und ein Pyrit. So, kann denn Gerd hier... Der hängt da immer nur drin. Komm, bauen wir doch mal das Ding da. Er sollte seine momentane Tätigkeit abschließen. Kann einmalig durchklicken. Ja, 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 das haben wir schon. Ah, wir können ja hier Rakete bauen. Na, warum nicht? Können wir hier machen. Können wir hier sonst sowas? Job suchen, Job kündigen. Wissenschaftliche Abhandlung schreiben, okay. Ja, noch lauter geht's aber nicht, oder? Ja. So, dann machen wir hier mal. So, was macht er denn? Schicht beendet. Oh, befördert. Ah, das ist doch mal am ersten Tag kleine Beförderung. So muss das sein. Gerd hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademisches Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gerd wurde befördert und ist jetzt Erfindungsassistent. Er verdient jetzt 8 Simoleon mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 32 Simoleons pro Stunde ergibt. Bam, bam, ich kann nicht lesen, wenn du vom Bild bist. Hey du. Na komm her. Hopp. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 192 Simoleons neue Kleider zu den Sternenreisen. Seine nächste Geschichte beginnt am Donnerstag um 10 Uhr. Verdienst 281 Simoleons. Thank you. Hm? So, bam, bam, was soll das? Hä? Ha. Da hat er Frauchen gehört. Da wird er schnell, hä? So, hier neue Kleider zu den Sternenreisen. Okay, was haben wir da gekriegt? Wir haben gekriegt zu den Sternenreisen ein Bild. Bei Level 2... So, können wir doch hier gleich mal... Hier haben wir bizarre Pflanzen und Mutterpflanzenranke. Nach der Zerstörung der Mutterpflanze hast du dir die Zeit genommen, ein kleines Andenken für dein Heim abzuschneiden. Jetzt wird jeder erfahren, dass du Strangerville von der Herrschaft der Mutterpflanze befreit hast. Okay, das lasse ich aber nur drin. Weil, ich weiß genau, wenn wir dann umziehen, vergesse ich es nur. So, Schwarm einsammeln, stören, mit Bienen verbinden. Mit Bienen verbinden, erbünden, Honig sammeln. Dann holst du Post. So, Samstag, Sonntag hat er frei. Ist das immer noch so? Ja. Ja, klappt super, ja? So, dann Abendessen. Was gibt es denn Leckeres?
Haben wir denn da noch so? Würstchen und Bohnen, das hört sich doch mal an. Ne? Ich glaube, der ist ein bisschen müde. So, halt, bevor der wieder irgendwie was macht hier, speichern. So, dann kochst du mal ein bisschen schneller. Ey, das ging flott. Dann räumst du auf, dann verkaufst du das Ding da mal. Was können wir ansehen? 4 Durchbrüche. Also er braucht wieder 2 dazu. Okay. Oh, jetzt ist der blöde Ding kaputt. Wir schicken ihn mal schlafen. Damit er nächsten Tag fit ist. Tja. Wenn das so weitergeht. Oh, Eva Huberts ist gestorben. Adoptionsbenachrichtigung. Lukas Huberts wurde vom Föhl-Haushalt adoptiert. TV-Staffelpremiere. Verwenden. Zum Essen wird er nicht mehr kommen. Mach aber mit. Gehen wir wieder auf Arbeit. Steht immer dasselbe. So, was will er denn da? Ein Sprinkler kaufen? Nein, kriegst du keinen. Haben wir hier. Ausgezeichnete Mahlzeit essen kriegst du ohne. Im Mühlbühlen darfst du vielleicht irgendwann. So. Einen Kollegen um ein Metall bitten, Analyse üben. Okay, wo übe ich Analyse? Analyse üben, da steht der Fuzzi natürlich dran. Experimentieren. Serum synthetisieren. Machen wir doch das mal. Scheint nicht sehr gut zu riechen. Was ist das da? Ja. Geschafft! Gerd hat erfolgreich ein Serum hergestellt. Jetzt muss es nur noch getestet werden. Synthetik, Nahrung, Serum trinken oder verabreichen. Was haben wir denn hier? Snack kaufen auch noch. Okay, wo ist denn hier unser Kollege? Unser Kollege ist, heute ist er hier Rezeptionist. Kennenlernen. Wie kann ich ihm das Ding denn verabreichen? Serum testen. Bin ich immer gespannt. Bumbraza? Ist ein Katzenfreund? Bahira. Ihr habt ihm jetzt nicht so ganz wohl.
So, dann können wir ja wieder um ein... So, nach Gehalt fragen. Um ein Metall bitten. Über Aliens theorisieren. Warum kann ich dir nicht um ein Metall bitten? Das war doch hier. Sehr freundlich war doch das, oder? Hm. Oh, ein Fan auch noch. Komm, wir stellen uns mal freundlich vor. Susa. Ja, Bo. Bitten, Baby fühlen zu dürfen. Erstmal kennenlernen. Yagi? Reluda? Waffetub für Bose. Freundlich um Metall bitten. Yes. Die Spinnerin. Oh, Kollegen kennenlernen. Jetzt geht's natürlich wahrscheinlich wieder nicht mehr, oder? War ich wieder zu schnell, so ein Scheiß. Ah. Mischten Verdeppter. Na, warte mal, hier war doch was anderes. Über Aliens theorisieren, ja, sie ist doch ein Alien. Viva Desu, Stibu Plebo. Alter, labern die laut. So, bei ihm kann ich natürlich wahrscheinlich auch wieder nicht mehr. Venom Arm. Hm. Gut, machen wir dabei was anderes. Denkt ihr da immer noch? Experimentieren, Analyse. Fröhlich vorstellen. So, kann ich dich jetzt kennenlernen? Kennenlernen! Auch materialistisch. So, okay, wie kann ich jetzt ein Metall analysieren? Sammlung analysieren, Flora. Ah, okay, so. Ich würde den da, Alter, geh mal weg da. Vorgeben zu feuern. Okay, labern wir mit dem Heini da drüben halt wieder. Oba. Ich glaube, der hat Hunger. Den Kollegen um einen Kristall bitten. Oh, er ist eigentlich weg. Feueropal ist ungewöhnlich. Wir müssen ein Metall analysieren. Warum mal Schwermetall? Alter. Ah, der ist wohl immer vormittags da und nachmittags da dran. Die Analyse hat nützliche Informationen über dieses Element geliefert. Ein Kristall analysieren. Ach, wenn das Ding dann weg ist, dann ist das... Warte mal, ich hatte gerade ein Schwermetall. Habe ich das jetzt noch?
Ah, okay, es ist nur da drin. Okay. Kristall, Smaragd ist doch ein Kristall, oder? Sandwich kaufen. Neuen Kristall gefunden. Bei der Analyse der Smaragdprobe hat Gerd Spuren eines anderen Materials gefunden und folgendes isoliert. Ein Türkis. Ah, hier gibt es noch einen. Okay. Analyse üben, eine Frucht oder Blume analysieren. Flora analysieren. Analysieren wir mal ein Gänseblümchen, ne? So, mach mal hin hier. Sollten wir aber hinkriegen. Alter, echt jetzt, da hinten ist noch so ein blödes Mikroskop. Na super. Oh, was haben wir denn hier? Einen Sprinkler kaufen schon wieder? Nein! Über Logikrätsel zu reden, ja, das kriegen wir sicher irgendwann hin. Danach Analyse üben. Die Analyse hat keine Neuigkeiten über diese Pflanze ergeben. So, wir bräuchten noch zwei Heureka-Momente. Ich glaube, das wird nichts mit den Heurekas. Heureka, Hammer! Hat eine Idee für einen Simray aufgeschrieben und damit seinen dritten Durchbruch erzielt. Klicke auf den Notizbuch-Button oben im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Herzlichen Glückwunsch zum Beginn deiner Elementesammlung. Denk über den Kauf eines Ausstellungsregals für Elemente nach, damit du sie besser zur Schau stellen kannst. Ein Oxypin haben wir gefunden. Aber uns fehlt noch ein Durchbruch. Ah, den werden wir nicht mal hinkriegen. Ja, aber Sunny. Ah, 375 haben wir verdient. Gerd hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademisches Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. 375. So. Donnerstag, einen Tag muss er nur arbeiten, dann hat er Wochenende. Also, da kam schon wieder was. Alles aus dem Briefkasten geholt. Oh, ganz wichtig, siehst du? Ernten. So, haben wir hier sonst nur was. So, Imkeranzug. Oh, Biebsies. Nova Schule. Ich habe von einer Beförderung gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde, wir sollten das mit einem Abendessen im Restaurant Jess
Komm, bleib da, bleib da, bleib da. Okay, gehen wir mit Kumpel in Restaurant essen. Um meinen Tisch bitte. So, so. Echt jetzt? Ihr seid immer wieder erstaunlich, ne? Wie wer dann hier welche Jobs macht. Letztens hatte ich hier einen Weltstar, der war hier am Beginn. Fand ich dann ein bisschen lustig. Hä? Was? Hier ist der Tisch. Guten Appetit. Ah, okay. So, wir machen hier mal für Tisch bestellen. So, das ist die Empfehlung. Salziges Lama. Okay, bestellen wir mal für beide. Das hier ist die Empfehlung. Honigsüße Frucht. Und mehr gibt es für Vegetarier geeignet. So, nun müssen wir freundlich mitten in die Sterne. Ja, gibt es denn da irgendwas zum Labern oder was? So, vielen Dank, wir bringen dir deine Bestellung, sobald sie fertig ist. Oh, wird Zeit, dass unser Level droppt hier. Oh, oder? Damit wir dann hier mal die Paparazzi wieder ein bisschen los sind. Immer diese nervigen Paparazzi, ja? Abendessen im Restaurant macht ihn glücklich konzentriert. Wir unterhalten sich gerade über Panzer und so. Und wie man am besten einen Cappuccino mit dem Panzer umrührt. Gerd denkt wieder nur ans Geld. Weil der will er unbedingt umziehen. Oh, und Staubsaugen muss er auch noch. Oder er überlegt sich aber auch, ob er anstatt einen Staubsauger lieber Baseball spielen geht. Und dann geht er erstmal aufs Klo. Na dann, viel Erfolg, Gerd. So, wenn's Essen kommt, dann isst man nicht, dann geht man immer aufs Klo, oder wie? Das da. Wer sind, wenn du das da ist? Freundlich. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ah, komm mal, ein paar Reparaturtipps geben. Der wollte ja auch eine Dusche, die sich anfühlt wie ein Hagel. Forni Fatosa Bab. Neebs, Alcha. Paniops. Oh, Bouchard. Quark. Yes. So, komm, wir reden mal weiter. Mm. Oh.
Genau, wie ist denn das hier eigentlich? Normal. Ich bin hier in einem 18-Sterne-Restaurant und das Essen ist nur normal. Vielleicht beschweren. So. Ja, isst du jetzt mal auf, dass man den nächsten Gang bestellen kann. Essen beenden und Rechnung zahlen. Ja, weil das hier für die Vorspeise, das dauert hier halt schon ewig, ne? Also das finde ich ein bisschen, das dauert zu lange. Aber ansonsten finde ich es echt nice. So, jetzt gehst du erstmal aufs Klo. Dann gehst du heim. Warte. Das Restaurant hofft, dass dir dein Essen geschmeckt hat. Diese Mullions wurden automatisch von deiner Haushaltskasse abgezogen. Bin ich jetzt aber ungeil? Will er denn jetzt wieder machen? Nein, du zündest dein Kamin nicht an, du gehst jetzt heim. Lass die fremden Kamine in Ruhe. Oh, mal zwischenspeichern vorher. Lieber. Oh, der Staffelpremiere Tag haben wir verpasst. Upsi. Hat er gleich wieder miese Laune. Was ist denn das da? Interessanter Geschmack. Verführt von Honig, was? Honig schmeckt so süß. Dafür geht man selbst die Risiken beim Sammeln ein. Ja, was machst du hier draußen? Das kann ich dir sagen, Gerd. Du gehst nach Hause. Weil du musst am nächsten Tag... Oh, da muss ich ja noch arbeiten. Jetzt sind wir so früh losgegangen. Ne? Es ist schon wieder 2:30. Alter, boah. Okay, also wenn man nächsten Tag arbeiten muss, dann ist das hier nicht so geil. Oh, ich stehe am nächsten Tag fertig. Sag ich euch. Aber gut, wir können ihn ja bis 10 pennen lassen. Oder 9, ne? Dann lassen wir nur ein bisschen spielen. Oder auch nicht. Und er geht direkt aus dem Bett in die Arbeit. Kann man auch machen. Vor allem, ich hätte auch gern so einen Beam-Mechanismus, ja? Ja, kennen wir schon. So, ein Kristall Simray erfinden. Was ist denn ein Simray? Hallo? Ja, eventuell gibt es irgendwann. So, Gerd ist auf Arbeit. So, brainstormen. Wir labern erstmal 10 Minuten mit La Roboda. Ah, hier ist auch noch so ein Serum-Ding. Ach, hier ist auch eine Analyse. Tebow, Kanier, Pruba. Sollte man wissen. Sollte man mal seine Batzel aufmachen vorher. Mit Jeanette Schäfer über Kollegen tratschen. Bist du Jeanette Schäfer? Nein. Das war doch da Alien-Dame, oder? Hier, du. Jawohl. Über Kollegen tratschen. Dann suchen wir mal Kollege Tratsche. Wo ist es? War ich gerade blind?
Über Büroaffäre tratschen. Über Kollegen tratschen, ich war blind. So, tschüss, Robby, bis später. Ah. Chabin der Keem. Ha, Floopy. Vanuka Doi. Oh, and Fora. Hammer. Okay, kann ich denn von dir ein Metall schnurren? Metall. Kollegen kennenlernen? Können wir dich kennenlernen? Aber heute geht das doch sicher wieder. Kennenlernen! Kunstliebhaberin, okay.